kann, dass es ja, aber irgendwer muss mir helfen, mich glücklich machen. Dann bin ich nicht glücklich. Hallo, grüßt euch. Ja, ich bin der Christian. Ich weiß nicht, ob ich der große Redner bin, aber ich versuch's mal. Ich bin ein bisschen gehandicapt, also krank. Ich höre immer hier, wie sich manche Leute sehr, sehr viel Energie und Zeit zuwenden, um die ganzen Dinge in diesen ganzen Machtkonstrukten zu zerpflücken. Ich wollte nur mal von meiner Person sagen, das habe ich jahrelang gemacht, habe mich da auch ein bisschen verfangen. Nur ist von diesen ganzen Machtsystemen eigentlich ein Grundsatz schon, dass wir uns in diesen Dingen eigentlich verfangen. Ich habe für mich irgendwann einmal erkannt, dass man einfach zurückgeht, wo diese ganzen Programme eigentlich entstanden sind, die sie gesetzt haben. Das geht meistens schon ein paar hundert Jahre zurück. Aber warum das Ganze? Um das loszulassen. Es geht auch ein bisschen mehr um den energetischen Standpunkt. Manche Wissenschaftler haben immer gesagt, das größte Experiment, das sie an uns durchgeführt haben, ist, dass sie uns gesagt haben, wir haben eigentlich keine Macht. Und wir sind im Einzelnen als Mensch klein. Und das stimmt eigentlich nicht, weil physisch haben wir alle die gleiche Macht und die gleiche Möglichkeit. Genauso wie alle Seelen miteinander vernetzt sind, somit Gewalt bringt uns eigentlich genau gar nichts. Das Ganze ist hier nur wie eine Entwicklung für die Quelle, ich sage es immer, des ultimativen Seins oder für Gott in einer materiellen Ebene. Und sie ziehen uns nach und nach die Energie mit diesen Machtkonstrukten, mit diesen Spielereien ab. Also man muss zurückgehen, dass man diese Dinge loslässt, auch nicht an sich heranlässt, weil so schickt man ihnen genau die Energie. So, Polizei weg. Gut. Und es geht darum, wenn man das loslassen kann, dann kann man das Ganze mit Licht und Liebe ins Licht transferieren. So wie unser Freund so schön vorher sagte, der größte Wandel beginnt bei einem selbst, hat doch Gandhi gesagt. Wenn man sich selbst verändert in seinem Umfeld und schaut, dass man wieder energetisch in Einklang kommt und in die Liebe kommt, dann kann man sein Umfeld eigentlich am besten beeinflussen. Reicht das für heute mal, oder?